Leute, hier ist wieder euer Sauka700 und heute zeige ich euch, wie ihr das Fehlermeldung bei LOL beheben könnt. Also diese konnte HTTP Server nicht erreichen. Die, was halt die meisten Leute haben. Und zwar kommen die, heute halt in dem Video zeige ich euch jetzt zwei Wege, wie ihr das beheben könnt. Und der erste Weg ist einmal, ihr geht auf Explorer halt und dann auf dem Installationspfad, also bei mir ist das D-Laufwerk, dann Riot Games, League of Legends, Reds, dann System und dann ist da eine Systemdatei da, die da zu öffnen mit da halt müsst ihr auf weitere Apps gehen, dann erscheint bei euch der Editor, dann das immer kein C zulassen, ist eh wurscht. Und dann bei euch ist das da ist leer. Dann habe ich da nämlich, da habe ich da zwei Sachen, je nachdem was halt Satz, entweder Nordeuropa oder EU West halt. Und dann nehmt halt einfach das drum und fügt es einfach da ein. Das ist aber eh in der Videobeschreibung auch noch. Da macht die ganze Geschichte dann jetzt halt da auf Speichern oder geht es einfach gleich auf Zumachen. Und ja, genau mit dem solltet ihr dann eigentlich wieder hinhauen. Ja, funktioniert. Oder eben, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Es geht einfach auf die Verknüpfung, geht rechtsklick, Eigenschaften und dann ist da ein Kompatibilität Dings und dann gibt es da den Kompatibilitätsmodus und da setzt einfach das Hagerl, das lässt so, das tut ihr automatisch auswählen. Ich habe halt Windows 10, aber das gibt es da drinnen nicht. Dann lasst es einfach übernehmen, okay. Ja, und dann haut es auch halt hin. Oder halt, wenn es dann nicht hinhauen sollte, obwohl ihr es umgestellt habt, dann müsst ihr einfach das als Administrator ausführen. Dann geht die ganze Geschichte auch. Ja, ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können, weil es haben sie ziemlich viel Leute haben unter unser erstes Video, also wie man es beheben kann, haben sie geschrieben, dass es nicht funktioniert und so. Und ja, hoffentlich funktioniert es mit dem eben. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.